Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Wir sind hier auf Tortuga. Nein, nicht die Piraten-Ultra-Festung, wie man es eigentlich denkt, aus Fluch der Karibik. Nein, Tortuga ist hier eine Plantage, kann man sozusagen einfach sagen. Und hier ist im Grunde eine weitere Maya-Stele, die finale Maya-Stele für uns. Und ein weiterer Assassinenauftrag und ein Schatz. Uiuiui, du willst doch jetzt hier nicht Alarm auslösen, oder? Was macht denn der Captain da? Achso, ha, der hat sogar einen Schlüssel. Finde ich gut. So, Moment, ich brauche hier mal ein paar andere Waffen. Ja, menschliche Verteidigung durchbrechen. Aua, das hat wehgetan. So, und du auch noch. Wobei, vielleicht kriege ich menschliches Schild hin. Shit! Oh, gerade so noch. Menschlicher Schild auch bei dir. Oh, sehr geil. Beziehungsweise, dann machen wir doch einfach mal hier direkt einen Kopfschuss, wenn ich hoch genug zielen kann. Zack. So. Dadurch sollten wir es haben und können endlich uns hier den Schlüssel holen. Was zur Hölle machst du? Bist du dumm? Du holst doch alle Wachen hierher. Idiot. So. Was ich hier alles machen muss. Mir fällt gerade ein, ist nicht hier irgendwo auch der Assassinenauftrag? Ah, da. Und da ist die Karte. Und mal ein bisschen rauszoomen. 8-3. Gucken wir mal, ob da irgendwas ist an Schätzen, die ich habe. 8-3. Das ist im Grunde der einfachste Weg, wie man mal gucken kann, grob. Nö. 8-3 habe ich gar nichts. So, jetzt wo sind die Kisten alle? Da ist eine Kiste. Kiste? Da hinten sollte eine Kiste sein. Aber vielmehr muss ich jetzt mal hoch für einen Aussichtspunkt. Weil dann sehe ich ja am einfachsten, wo eben alles ist. Ich bin gerade am Überlegen. Das könnte sogar jetzt auch der letzte Aussichtspunkt sein. Es gibt nämlich gar nicht mal so viele. Was ist denn jetzt los? Warum komme ich nicht hier rum? So schwer, danke. Hier ist die Kiste auch, okay. So, so einen Turm haben wir ja schon mal in Havanna und Kingston gesehen jeweils. So, und eventuell haben wir hier oben dann auch das Animus-Fragment. Sieht aber gerade nicht so aus. Ich höre zumindest auch nichts. Vielleicht beim Runterfallen. Oh, ich liebe diese Mucke. Auch wenn das sehr englisch jetzt hier gerade ist, aber eigentlich kam die Mucke immer bei, doch, es ist auf dem Weg runter. Ah. Okay, dann machen wir noch den Assassinenauftrag gleich da hinten. Mal gucken, wo die Maya-Stele überhaupt ist. Oh! Die holen wir uns dann doch lieber vorher. Ich meine, wir hätten auch jetzt den Schlüssel hier fürs... Ja, das holen wir uns auch noch, denke ich. Ich weiß ungefähr in die Reihenfolge, wie wir es machen. Aber zuerst mal die Maya-Stele, weil das ist ja eigentlich der Grund, warum wir hergekommen sind. Ja, wir holen uns jetzt eigentlich viel. Mit allen Aussichtspunkten synchronisieren, tatsächlich. Wow, Tortuga ist gerade so der Endpunkt für so ziemlich alles, was wir haben. So soll es richtig sein. So? So? Jetzt. So, was war das jetzt noch? Was wir hier bekommen haben? Nix. So, da die finale Maya-Stele, dann noch den finalen Assassinenauftrag. Das finale Lagerhaus, glaube ich noch. Schatz gibt es hier auch noch zu holen. Es gibt sowieso einige Plätze, wo wir hin müssen. Sieht irgendwie komisch oben am Kragen aus. So. Jetzt
haben wir aber auch alle Maya-Stelen, definitiv. Genau, alle Maya-Stelen Rätsel lösen. Das Hammer. Sehr geil. Es geht gerade richtig gut voran. Neue Anpassungsgegenstände im Multiplayer. Oh, den habe ich auch mal wieder angefangen zu zocken. War lange her. Hat lange gedauert, bis ich mal wieder Lust hatte. Irgendwie macht das mit mehreren Leuten erst Spaß. Und da hatte ich zuletzt mal wieder die Gelegenheit, mit einem Freund zusammenzuspielen. So. Was? Neue Objekte in der Captain's Kajüte? Drei soziale Schatzkartenteil? Was habe ich denn jetzt wieder geteilt? Oh, das war der Captain. Okay. So. Okay, dadurch habe ich auch noch einen anderen Auftrag beendet. Oh Gott, was schaffe ich denn alles hier in dieser... So, wow. Jetzt habe ich noch 30 Aufträge beendet und Pistolenschwerter freigeschaltet. Alle Assassinenaufträge. Boah. Boah. Was hier gerade abgeht, ey. Was ich hier gerade alles in dieser Episode schaffe. Das ist die Endgame-Episode oder was? So. Das hier hätte ich noch gern und dann das Rätsel. Beziehungsweise da drüben, das hole ich mir dann auch noch, oder? Nein, eigentlich jetzt, wo ich einen Schatz habe, muss ich da hinten auch noch das andere holen. So. So gefällt mir das. So, eine weitere Schatzkarte gefunden. Boah, was ist denn das? Ah, ich glaube, ich weiß es. Das ist, glaube ich, Cat Island. Weil da gab's 333. Warte mal, das lässt sich doch einfach rausfinden. Ich meine, es ist Cat Island, weil da gab es eine Wasserschaufel. Nee, das ist nicht Cat Island. Da ist Cat Island. Das ist Cat Island. Oh, nee. Mantantha. Cat Island war hier drüben irgendwo. Okay. Cat Island war das? Ja. Oh, wir haben auch hier noch das Wrack der Antocha. Das müssen wir auch noch holen. Doch hier zunächst holen wir uns mal noch das hier. Da ist nämlich auch ein Ruderboot in der Nähe. Bisschen Materialien können wir uns holen mit Hilfe von dem Lagerhaus. Leider gibt es jetzt nicht mehr gerade im Moment diese soziale Errungenschaft oder die soziale Herausforderung, dass man so und so viel Lagerhäuser sich holt. An der Stelle leider nicht. Ich habe auch in der Episode noch vor, einige Schätze mir zu holen, die ich zumindest direkt weiß, wo sie sind. Habe ich gerade extra Geld noch bekommen, dadurch, dass ich keine Alarmglocken ausgelöst habe? Ich habe aber Alarmglocken eigentlich ausgelöst. Naja, ist egal. Hauptsache, ich habe als Templer habe ich hier irgendwas abgefuckt. Macht die Templer-Rüstung eigentlich irgendetwas Spezielles? Mir fällt es gerade nicht ein. So, jetzt zunächst einmal. Mir fällt gerade spontan ein. Hier gibt es, glaube ich, einen Schatz. Da war man noch nicht. Ha, okay, gut. Das habe ich jetzt auch 100%. Gucken wir uns doch jetzt mal an. Ich habe sowieso in letzter Zeit das Gefühl, boah, unsere Fortschrittsanzeige geht richtig hart voran. Ihr seht, Nebenmissionen sind 100% synchron und die Fundstücke haben wir auch schon 80%. Sequenz 12 und da kommt dann eigentlich nur noch eine dazwischen. 13 Sequenzen. Templerjagd. Fertig. Habe ich euch die finale Mission von Templerjagd Vance Travers eigentlich jemals gezeigt? Ich weiß es nicht. Assassinenaufträge haben wir, Marineaufträge haben wir. Geil. Hauptschauplätze haben wir synchron. Nebenschauplätze, da fehlt noch ein bisschen was. Aber hauptsächlich eigentlich haben wir alle entdeckt. Nur teilweise war ich noch etwas faul, alle Sachen zu holen. Auch bei Nebenschauplätzen ganz, ganz böse ist hier unkartiert. Unkartiert ist richtig ugly und das braucht man eben auch für 100% Synchronität. Die Nebenaktivitäten an sich habe ich eigentlich fast alle, außer das Schiffswrack der Antocha. Die Küstenforts haben wir, Aussichtspunkte haben wir alle, Maya-Stelen haben wir alle, Tavernen haben wir alle und die vergrabenen Schätze, da fehlt halt einfach ein bisschen was. So. Jetzt. Jetzt gucken wir, dass wir wegkommen, bevor uns der Typ da holt. Und zwar gehe ich jetzt hier einfach mal auf Rigui. Ich weiß nicht, wie es heißt. Rigui, denke ich. Rigui. Ach, was weiß ich. Ich bin kein Dinges. Aber hier gibt es auch noch einen Schatz. Der ist sehr ausgiebig, der hier.
Hier meine Schatzkarte für diesen Ort. Es sollte eigentlich recht leicht zu finden sein, weil es hier einfach nicht viel gibt. Außer das hier. Oder da drüben. Aber ich glaube eher hier. Dass hier ein Schatz ist, irgendwo noch. Muss ich mal gucken. Oh ne, das ist eine Palme an einem Ding. Könnte es da drin sein? Oder irgendwo anders noch, wo ich es gerade nicht sehe. Ich gehe mal rein. Eventuell haben wir da drin noch eine Palme. Aber ich glaube nicht. Ich glaube ganz ehrlich nicht, dass da drin noch eine Palme... Ja, doch, da drin sind Palmen. Das Blöde ist, jetzt muss ich wahrscheinlich doch noch ein bisschen kämpfen. Okay, das kann dann die Palme hier sein. Das ist dann mal immerhin kein großes Ding. Kann das wirklich die Palme hier sein? So, kommt mal alle. Du bist tot. Was ist mit dem passiert? Oh, der ist verbrannt. Sollte man nicht machen. Komm schon. Irgendeine Anzeige. Zack. Dort. Gott, diese Rüstung ist so massiv. Die sieht richtig heavy aus. So. Ich verstehe immer noch nicht, wo hier eigentlich die Tiere sein sollen. So, warte mal. Guck, lass mich mal gucken. Hier so. Muss irgendwo hier drüben so sein. Ist ja gut. Das hier ist jetzt 5, 6, 5. 5, 6, 5 sehen wir ja eigentlich. Ja, das ist eigentlich relativ synchron. Das sollte das hier sein. Das ist definitiv die Schatzkarte. Ah doch, da ist er ja. Da ist er ja, der Schatz. Ha! Fast hätte ich ihn übersehen. Und keine Angst, ich vergesse nicht, dass wir in dieser Episode auch noch unsere Maya-Rüstung holen. Ich bin selber mal gespannt. Ich habe nämlich keine Ahnung, außer von dem Bild, wie die ausschauen. So, 4000 Real gibt's dafür. So, und jetzt geht's direkt weiter zu Tulum. Da war ich ja auch noch nicht. Interessant. So, Tulum. Zeigt mir, glaube ich, nicht großartig was an. Naja, muss ich halt so hin und muss mich dann nochmal teleportieren. Teleportieren, das hört sich irgendwie so absolut nicht Assassin's Creed-like an. So, hier diesen Aussichtspunkt. Weiter geht's. Und dann schauen wir doch mal, wie das Ganze hier ausschaut. Hahaha, Gott, bin ich lustig heute. Ja, diese Ausdrücke manchmal. So, da kommt man ja ziemlich von hier unten, glaube ich, rein. Oder irgendwo anders. Auf jeden Fall nicht so, wie man es zunächst vermutet. Hier drüber kommt man rein. So, jetzt bin ich selbst mal gespannt. Einfach nur eine dicke Steinwand. Mal gucken, wie wir die offen kriegen. Grabräuber. Oha. Das sieht doch schon eher wie eine Assassinenrüstung aus. Ah ja. Sieht eigentlich ganz interessant aus. Mann, da kann man doch ein bisschen coolere Sequenzen machen. Ah ja. Ich dachte, das ist so richtig... So wie fast Metal Gear Solid. Aber das hier, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, wie ich es eigentlich gedacht hätte. Das sieht nämlich ein bisschen anders aus. Okay, gut. Immerhin haben wir noch... Achso, das ziehen wir im Grunde nur über unsere Assassinenkutte ein bisschen drüber. Interessant. Naja. Gut, dann haben wir das auf jeden Fall mal. Wir haben schon in großen Schritten in letzter Zeit sind wir vorwärts gegangen. Als nächstes würde ich sagen, machen wir mal wieder eine Hauptmission. Allerdings werde ich offscreen mal wieder hier die Punkte hier mir holen können. Da war ich übrigens nochmal schon mal, da können wir uns auch hin teleportieren. Dementsprechend werden wir dann alle Fundorte mal aufdecken. Ja, San Juan fehlt noch und das Wrack der Antorcha. Das machen wir auch noch nach der nächsten Hauptmission, weil da müssen wir auch mal wieder ein bisschen aufholen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like und wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann abonniert mich. Schreibt auch mal in die Kommentare, was ihr von dieser Rüstung haltet.
ob ihr sie cooler findet als zum Beispiel die Brutus-Rüstung oder irgendwas anderes. Naja, bis zum nächsten Mal und see ya!